Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Forza Horizon 4. Heute hier mit den Lamborghini Sesto Elemento. Mit dem werden wir heute hier eine Meisterschaft fahren, und zwar eine wöchentliche Saisonmeisterschaft. Und dafür werden wir erstmal hier den Wagen aber noch umlackieren, denn ich will das Rot wegmachen. Das dürfte jetzt, glaube ich, gehen. Nicht Elite Designs, ich will selbst hier designen. Schauen wir mal, ich bin da jetzt gespannt, ob das funktioniert. Yes! Ich krieg das weg. Soll man sogar Schwarz-Hochglanz machen? Das hat irgendwie was. Oder wir machen es jetzt genau spiegelverkehrt. Das Carbon. Kann Carbon jetzt dönen? Alter Latz, wusste ich auch nicht. So lernt man dazu, Leute. Boah, das sieht doch geil aus, oder? So ein matt grau. Mit den schwarzen Akzenten, komm. So fahren wir heute Sesto Elemento. Die Bremse können wir natürlich auch noch bearbeiten. Okay, nee, so geht das Carbon verloren. Irgendwie ist das Auto jetzt wieder in der ursprünglichen Farbe zurückerstrahlt. Das sollte natürlich nicht sein. Farbgruppe 1. Ja, so gefällt er mir. Das ist mal ein bisschen ein anderes Sesto Elemento. Das aktuelle Auto speichern, das ist was, was nicht alltäglich ist. Und somit finde ich es gut, finde ich schön. Ich bin auch gespannt, ob jetzt hinten die Getriebeabdeckung damit auch umlackiert wurde oder nicht. Da bin ich jetzt echt gespannt. So, und wir gehen erstmal raus. Der Wagen ist schon auf S2998. Ne, die Getriebeabdeckung bleibt weiterhin rot. Jetzt schauen wir mal hier. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was, glaube ich, am Tuning ändern. Wie viel macht das aus? Gute Aerodynamik und so können wir nicht einstellen. 80% nach hinten, das habe ich schon. Jetzt pullt er ein bisschen mehr wie ein ordentlicher Lambo. So passt das schon. Hier haben wir die modernen Sportwagen, die fahren wir. Das ist keine Koop. Das ist auch keine Koop. Das ist auch keine Koop. Haben wir jetzt wirklich 4 Meisterschaften? Warte mal hier. Willkommen zurück. Tatsächlich keine Koop-Meisterschaft mehr. Das finde ich geil, Leute. Da sehen wir jetzt die nächsten 3 Tage schön hier Meisterschaften. So gefällt mir das. Beziehungsweise die nächsten 3 Festival-Ausgaben. Gut, aber jetzt erstmal hier hoch. Wir müssen in die Stadt. Dort sind nämlich die die Extreme Track Toys, die extremen Streckenspielzeuge unterwegs. Und dort werden wir uns ein bisschen vergnügen. Und zwar im Solo-Bereich. Da gibt es 100.000 Credits gesamt.
Jetzt bin ich aber mal kurz gespannt, was bei den anderen gibt. 100.000 Credits ist natürlich schon mal eine schöne Geldsumme. Wie sieht es bei den Retro-Sportwagen aus? Jetzt habe ich das akzeptiert. Mein Team hat deinen Kalender für die Sommermeisterschaft bestimmt schon aktualisiert. Viel Spaß da draußen. Okay, es gibt jetzt, glaube ich, rüberer Geld und keine Accessoires oder Autos mehr zu gewinnen, so wie es aussieht. Ist zwar auch nicht schlecht, 300.000 hier zu machen, aber so spezielle Autos und so waren eigentlich schon immer relativ geil. Ja, gibt dreimal 100.000 gesamt. Gut, mir soll es natürlich recht sein, weil Geld ist Geld. Dann passt das ja, aber hat sich halt doch über die anderen Dinge auch gefreut. Eine Meisterschaft bei Horizon im Sommer. Was könnte man sich mehr wünschen? So, wartet mal, Leute. Ich habe jetzt kurz mal den Piepser zu mir hergestellt. Das war gerade das, was ihr im Hintergrund eben Piepsen gehört habt. Darum heißt er ja Piepser. Ich muss danach nämlich die Durchsage stoppen. Das ist nämlich bei uns jetzt kurz vor 12 am Samstag. Und da geht dann die Sirenenprobe ab und ja, müssen wir nicht unbedingt hier. Geil, jetzt habe ich gleich mal den Start hier deswegen verschlafen. Wie viele Paganis hier jedes Mal mit am Start sind. Was das Ding zusammenpiepsen kann, macht seinen Namen auf jeden Fall alle Ehre. Aber so ein Blau, was der LaFerrari oder halt der FXXK in dem Fall drauf hat, sieht auch irgendwie geil aus. Bin gespannt, was wir jetzt für eine schnellste Rundenzeit hinkriegen. Die Staff Bomber Lackierung, glaube ich, bringt uns doch auch ein paar Zehntel. Sekunden für eine Runde ist halt echt nicht lang. Find's geil, ich habe sogar einen Laptimer hier drin. Ich hätte da gerne auch jetzt ein aktuelles Delta in der Runde. Ah, 46. 6 könnte man geschlagen haben jetzt. 46-0, okay, es war nochmal die schnellste Runde. Der FXXK ist zurückgefallen, richtig schade. Jetzt Beats im TVR, abgeschlagener Letzter. Hui, also die Paganis sind auf jeden Fall stark hier angetreten. Hier, die ganzen Animationen sind jetzt weg. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ich glaube eher, dass das irgendein riesiger Spiel- oder Entwicklungsfehler halt ist. Und
Da vorne haben wir das nächste Rennen. Jetzt habe ich was Falsches gemacht. Ich will mir nicht Willkommen die Kirche ansehen. Edinburgh, die beste Stadt der Welt. Hol dir Fisch und Chips, Salz und Soße und fühl dich wie zu Hause. Was mache ich da ganz oben? So, startet man das Ganze und dann bin ich mal gespannt, wie es uns hier so geht. Man könnte auch mit einem Unicorn fahren, den wir gerade gesehen haben. Aber wir wissen ja, Unicorn und Rennen fahren, das passt nicht. Also bis 200 km/h hat das Ding einfach keinen Grip und da muss man es ja nicht auch noch herausfordern. Okay, die Linie war jetzt sehr schlecht gewählt. Aber das ist sowieso die Einführungsrunde, die ist sowieso noch langsamer als wie nachher die schnellste Runde. Erstmal hier größtenteils durch den Verkehr kämpfen. Drei Sonders nebeneinander auf einer Stadtstraße. Das sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Und wir müssen ja Trap Wolves noch biegen. Was habe ich denn hier jetzt mitgenommen, das mich so runterbremst? So, weiter geht's. Ich würde die Kurve gern geiler anbremsen. Mensch, was ist denn jetzt los? Entweder lenkt gar nicht ein oder lenkt zu stark ein. Und durch sind wir. Ist jetzt wichtig für die letzte Runde. Wenn wir nochmal zeitmäßig was oben draufsetzen wollen, brauchen wir hier freie Fahrt. Und wenn ich hier aktuell ein bisschen Stumpfsinn zusammenfahre, eine 47er Zeit, glaube ich, war das jetzt zum Schluss. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Nee, 48.0. Aber waren wir immerhin trotzdem der Einzige mit einer 48er Zeit. Das heißt, wir können, glaube ich, zufrieden sein. Ja, eine Sekunde schneller als der. Fast zwei Sekunden schneller als der zweitschnellste. Das ist schon gut. Das passt schon. 80.000 Credits, 4.000 Einfluss. Ich finde es scheiße, dass er jetzt einfach tak, tak, tak. Aber es hat auch eine Art und Weise, wie das geht. Man könnte zumindest das hintere ein bisschen zumindest aufziehen. Ich glaube, das ist jetzt sogar das letzte, das Hollywood Park Rundstreckenrennen. Die Strecke ist aber geil. Die macht echt Laune. Und unser Stealth Bomber Sesto ist auf jeden Fall was richtig Schickes.
Gleich mal hier am Durchpflügen. Okay, wir müssen also neu starten, weil ich habe einen Checkpoint verpasst und so würde ich nie wieder nach vorne kommen. Und zurückspulen ist mir komischerweise im letzten Rennen nie erlaubt. Ich weiß nicht warum. Ich hätte gern wieder dieselbe Durchkommen-Chance wie das letzte Mal, aber das ist mir irgendwie verwehrt geblieben. Oh, was fahre ich aktuell für Müll zusammen? Der zweite Versuch ist halt nie so gut wie der erste. Oh, da geht's wirklich eng zu hier mit Schwertori. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen Fahren am Limit hier, was auch die Driver da machen. Gehen wir hier am FXXK vorbei. Und somit sind wir in der Führungsposition. Mit einer Laptime vom 101. Unter einer Minute ist definitiv machbar. Und mit viel Wheelbanging, glaube ich, schaffen wir jetzt trotzdem keine 59er Zeit. Da sind wir zu schlecht gefahren hier. Aber ich glaube, eine 1er Zeit ist es. Eine 1-0-0. Dreimal erster Platz. Und wieder knapp eine Sekunde schneller als der zweitschnellste. Aber ist egal. Platz 1 ist Platz 1 und das muss man so stehen lassen. Und Teleost Tundra hat somit mit Trapwolves gleich gezogen und sind beide ex aequo auf Rang 2 mit 6 Punkten Rückstand. Also das ist wirklich nix. So, 20.000, 30.000 und nochmal 50.000 obendrauf. Fürs Rennen an sich gibt es auch nochmal 31.000. Also da haben wir jetzt schon gut Geld gemacht hier. Also man kann gut sagen, 200.000 macht es bei so einer Meisterschaftsveranstaltung. Das kann sich schon ausgehen. Je nachdem, jetzt waren es halt 170.000. Also da geht schon ordentlich was weiter. Der 67er Stingray, auch ein schönes Auto.
Gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt aber für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.